Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Es gibt einen neuen Concept Sale, der bei uns natürlich im Verse Report vorgestellt wird. Und zwar geht es um die Esperia Prawler. Ja, endlich ein neuer Concept Sale, oder? Da ist er. Vom 18. bis zum 26.11. ist jetzt die Esperia Prawler da. Ja, und sie ist ein abgefahrenes Schiff. Sie ist ein Schiff, so wie wir es vom Design noch nicht gesehen haben. Und vor allem, sie ist das absolute Boarding- und Enterschiff. Und da hat sie wirklich eine Sonderrolle, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Es ist jetzt nicht nur eine Enterkapsel, sondern tatsächlich ist das Schiff gedacht, um ganz schnell in die Atmosphäre einzudringen, Leute abzusetzen. Bis zu 16 Marines können abgesetzt werden und das halt sehr, sehr schnell. Dafür hat sie an den Seiten solche großen Shots, 4 Stück pro Seite, wo die Leute sofort rausrennen können. Und auch ganz berühmt dafür ist dieses sogenannte Air Shield oder die, wie würde man das sagen? Atmosphärenschild. Genau. Atmosphärenschild. Das ist nämlich eine ursprüngliche Erfindung der Tevarin gewesen selbst, die jetzt aber überall im Star Citizen-Universum auch Anklang gefunden hat. Aber hier war sie als erstes drin verbaut und das soll eben wirklich dazu führen, dass der Frachtraum, quasi der Laderaum, wo die Marines drin sind, dass der in der Atmosphäre bleiben kann. Aber sie können sofort, ohne durch eine Tür gehen, in den Weltraum hinaus oder eben auch noch auf dem Boden landen. Also einfach durchrennen. Und das wird auch benutzt tatsächlich, um Schiffe zu boarden oder zu infiltrieren. Da kann man nämlich dann über der Hülle hovern oder auf der Hülle aufsetzen und die Leute durch diese Air Shields sofort rausschicken und die suchen sich dann ihren Weg über die Shots ins feindliche Schiff rein. Das war auch so eine beliebte Taktik der Tevariner im Ersten Krieg. Wir sehen also, das Schiff ist tatsächlich ein Oldtimer oder ein Nachbau eines Oldtimers. Und die haben das Schiff, die Tevarinen haben das Schiff benutzt, um sehr, sehr schnell Truppen flexibel zu deployen, um den Gegner zu zwingen, verschiedenste Fronten aufzumachen. Das ist auch ein wirklich ganz spezieller Nutzen von diesem Schiff. Und zwar nicht nur in einer sehr offensiven Rolle, sondern auch tatsächlich in einem Infiltrationsgedanken. Denn das soll auch ein Teil dieses Schiffs sein, auch ein Teil des Geheimnisses für den Erfolg der Tevarinen im Ersten Krieg, dass diese Schiffe eben sehr langsam und ruhig sich annähern konnten, um dann unentdeckt zum Beispiel eine Station zu stürmen. Und deswegen sind auch diese Triebwerksgondeln von der Emission her sehr, sehr unauffällig. Und das hat dann im Krieg wohl damals auch wirklich dazu geführt, dass die Kapitäne der Großkampfschiffe des UEEs oder des UPEs hieß es damals, dass diese Großkampfschiffkapitäne tatsächlich immer Angst hatten, selbst in angeblich sicheren Gebieten überfallen zu werden. Und die haben dann zum Teil die Crew wirklich um das Dreifache aufgestockt, um immer einsatzbereit zu sein und immer das Schiff verteidigen zu können. So ist es ja. Und dazu muss man sagen, dass das Schiff aber tatsächlich in der Defensive so noch eine andere Möglichkeit hat, wirklich einen Impact zu machen. Nämlich hat es einmal eine relativ starke Panzerung, so wird es zumindest beworben. Und dann hat es eine Besonderheit, das nennt sich das Phalanx-Schild. Wir wissen noch nicht genau, man konnte jetzt noch nicht genau sehen, wie das angebracht wird. Es heißt nur, es ist ein sehr, sehr starkes Schild, was immer in eine Richtung, also in einen Arc sozusagen, ausgerichtet ist und dann da fast alles abhält, aber dafür ist das Schiff an der anderen Seite dann schlechter geschützt. Also tatsächlich eine Phalanx kann man damit bilden. Und das macht natürlich gerade Sinn, wenn man jetzt 3 zum Beispiel Esperia einsetzt, dann können die halt nach vorne eine große Schildwand projizieren und das halt für einen Sturmangriff beispielsweise nutzen oder für einen Rückzug oder wenn man Truppen absetzt. Das ist so der Gedanke dahinter. Vielleicht auch noch besonders bei dem Schiff ist, dass das Cockpit-Design über eine Art Transparis-Stahl, so würde man es bei Star Wars nennen, Legierung funktioniert, die von außen aussieht wie massive Hülle und von innen durchsichtig ist. Das heißt, die Piloten sitzen quasi im normalen Cockpit vom Gefühl, aber von außen ist es halt eine massive Stahlhülle oder Metallhülle, die das Cockpit nach vorne abschirmt. Ja, übrigens das erste und einzige Design bisher bei Star Citizen, was sowas hat, ne? Das gibt's vor uns ansonsten nicht. Wir kommen noch vielleicht nochmal kurz zu den Specs, ja? Die haben wir hier nämlich. Und da sieht man also, das Schiff ist selbst 34 Meter lang, es hat 60 Tonnen, es hat 2 Crewplätze, nämlich Pilot und Copilot. Und wie gesagt, 16 Marines, die mitgenommen werden. Ja, und dann hat es auch noch selber 3 Waffen, nämlich an sich 2 Gimbal-gemounte Size 5 Waffen, die dann also mit einem Gimbal-Mount zu Size 4 werden, ne? Und dann hat es noch einen Turm oben drauf. Und der ist dann remote-controlled vom Piloten oder Co-Piloten. Da müssen die sich dann nur einigen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein 6er Hardpoint und eine Size 5 Waffe, die oben drauf sitzt mit einem 360-Grad-Schusswinkel. Was für die Aufgabe des Schiffes absolut Sinn macht. Ja. Wir reden vielleicht nochmal ganz kurz über den Preis. Mhm. Ich persönlich finde diese 460 Euro, das ist jetzt aber der reguläre Preis, ne? Ja.
finde ich, sehr, sehr viel für einen Nachbau eines Oldtimers mit einem so speziellen Zweck. Ja. Weil man kann davon ausgehen, dass dieses Schiff wirklich nur zum Absetzen von Truppen gedacht ist und keinen Laderaum hat. Es gäbe ja auch gar keine Ladeluke, ja, wo man jetzt sagen kann, okay, da kann man massenweise Zeug reinladen. Nein. Das Schiff wird nur für, sag ich mal, Liebhaber oder für Organisationen gut sein, die wirklich vorhaben, sag ich mal, innerhalb von kurzer Zeit 32 oder 70 Leute abzusetzen auf einem Planeten, um dann da vielleicht eine Station zu übernehmen. Also schon ein hochgradig spezialisiertes Schiff. Richtig. Es gibt übrigens jetzt zu diesem Sale auch diese sogenannten Warbond Specials dazu. Ja, das sind dann Schiffe, wo man tatsächlich, ich habe nachgelesen, Echtgeld einsetzen muss, um sie kaufen zu können. Dafür ist es ein bisschen billiger. Diese 460 Euro, die zählen jetzt dann, da könntet ihr auch Store-Credits für einsetzen und damit das Schiff sozusagen kaufen. Nur als kleiner Unterschied. Ich persönlich schließe mich dir völlig an. Ich finde es relativ teuer, wirklich für ein so spezialisiertes Schiff, zumal ihr eins noch bedenken müsst, es handelt sich hier wirklich um einen Nachbau eines über 200 Jahre alten Militärschiffes einer anderen Alienrasse. Der ist zwar insofern aufgewertet, als dass sie alle mögliche neue Technologie reingebracht haben, aber es steht in der Broschüre explizit drin, dass es für Militärenthusiasten und Sammler gemacht ist. Und das klingt wirklich so ein bisschen so, als wenn man für dieses Schiff die Aufgaben später suchen wird. Mhm. Ja, deswegen würde ich jeden warnen, der jetzt sagt, ich kaufe mir das Schiff, weil das Design ist spektakulär. Es ist wirklich sehr, sehr schön, ein wunderschönes Schiff, ja, aber auf der anderen Seite, man wird damit jetzt nicht eine Vielzahl von Missionen machen können. Ja, und das ist sicherlich auch das Hauptproblem. Nichtsdestotrotz sind wir sehr, sehr gespannt, was eure Meinung zu dem Schiff ist, wie ihr das Design aufnehmt an sich und natürlich auch, was ihr vielleicht noch sonst für Nutzen seht. Wir fassen es nochmal ganz kurz zusammen. Also Stealth-Eigenschaften soll sie haben, sie soll sehr gute defensive Eigenschaften haben. Offensiv ist sicherlich die Kampfkraft der Geschütze jetzt nicht entscheidend, sondern eher die Last, die sie bei sich trägt, nämlich bis zu 16 Marines. Ziemlich coole Sache. Und ja, von da aus würde ich sagen, kommen wir ganz zum Schluss nochmal an den Sale Schedule. Das heißt, so wie der Sale jetzt ablaufen wird in der nächsten Zeit. Da sehen wir nämlich, dass es jetzt die ganze Woche lang bis zum 26.11. immer wieder Sales geben wird und jeden Tag ist ein anderer Hersteller dran. Und wir sehen da auch tatsächlich, dass jetzt Varianten von schon, sag ich mal, Evergreens oder sehr bekannten Schiffen folgen werden. Da gibt es jetzt schon den Gladius Valiant Sale. Der ist sehr, sehr hübsch. Eigentlich ein Skin und eine veränderte Modifikation, eine veränderte Ausrüstung. Und da gibt es nochmal eine spezielle, die Hornet Wildfire. Also es gibt da nochmal eine ganze Reihe von Varianten, die jetzt kommen werden. Genau, den Schedule findet ihr auf der RSI-Seite. Da könnt ihr gucken, welche Schiffe für euch spannend sind. Und dann nochmal genau aufmerken am 26.11. am nächsten Samstag. Da wird nämlich alles nochmal komplett in den Sale kommen. Also von daher macht euch keinen Stress. Nehmt euch Zeit, auch wenn ihr die Prowler haben wollt oder Geld ausgebt. Schlaft eine Nacht drüber, würde ich sagen, denn es ist eine Menge Geld, was dabei rausgeht. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, sind wir durch mit der Prowler. Und ja, wir wünschen euch ein sehr, sehr schönes Wochenende und viel Spaß beim Shoppen gehen, einkaufen oder auch nur stöbern auf der RSI-Seite. Abonniert den Channel, wenn ihr up to date bleiben wollt bei Star Citizen. Liked oder disliked die Episode. Schreibt uns viele Kommentare, was ihr von dem Schiff selbst haltet. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unsere Patreon-Seite. Das würde uns sehr freuen. Ja, und wir beide, Weezen und Sawyer, verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!